tonnenweise Plastikmüll. Hier schwimmt gerade ein britischer Taucher nahe der indonesischen Insel Bali. Fische gibt es hier kaum, stattdessen Plastik. Die Ozeane sind voll davon, die Verschmutzung nimmt jährlich zu. Mit Hilfe der Firma Agro sollen die Weltmeere jetzt gereinigt werden. Das oberösterreichische Unternehmen produziert Kunststoffrohre. Diese sollen einen gigantischen Absperring bilden, um so den Plastikmüll einzufangen. Wir haben das größte extrudierte Druckrohr der Welt in Amerika produziert mit einem Durchmesser von 3,25 Metern. Das wird direkt ins Meer extrudiert, dort gelagert und dann überall auf die Welt hin verschifft. Das wird nachgezogen quasi mit Zugbooten und kann man auch bis zu einer Länge von 1 Kilometer produzieren. Die Firma Agro gilt weltweit als Spezialist für Industrierohrleitungssysteme. Dabei begann alles im Kleinen, mit einer kleinen Schlosserei hier in Bad Hall. 1960 ist es mit der Kunststoffverarbeitung losgegangen. Kunststoff hat zu der Zeit fast keinen Stellenwert gehabt, der war nur gewissen Insidern bekannt und mein Vater war derzeit auch schon immer wieder sehr optimistisch eingestellt und er hat im Bekanntenkreis Freunde gehabt, die halt auch in Kunststoffverarbeitungsmaschinen schon tätig waren oder auch in der Verarbeitung und da hat er gesagt, das ist die Zukunft, das gefällt ihm und da hat er dann auch mit den Rohrleitungssystemen und Halbzeuge zum Produzieren angefangen. Auf Kunststoffrohre zu setzen galt damals als Risiko. Rückblickend war es aber die richtige Entscheidung. Heute macht das Unternehmen jährlich einen Umsatz von 350 Millionen Euro. Der Hauptstandort ist nach wie vor in Österreich. Wir haben aber auch Standorte in Deutschland, Polen, China und 2 in den USA. Seit mittlerweile 70 Jahren gibt es die Firma. Fast genauso lange unterstützt die Raiffeisenbank das Unternehmen. Ich traue mir zu sagen, die Firma Agro, die Familie Gruber, ist seit der ersten Stunde weg Kunde bei unserem Institut. Das heißt, wir hatten sehr viel Vertrauensvorschuss und wir haben entsprechend der Entwicklung der Raiffeisenbank auch der Familie und der Firma einiges zu verdanken. Wir freuen uns sehr, dass wir hier den Hausbankstatus genießen und geprägt ist diese langjährige Zusammenarbeit einfach durch Handschlagqualität. Man kennt sich. Und das seit Jahrzehnten. Die Bank ist mit uns und wir mit der Bank groß geworden. Von den kleinsten Kunststoffrohren für die Mikroelektronik bis hin zu den schwimmenden Riesenrohren zur Weltmeerreinigung. Was einst mit einer Schlosserei in Bad Hall begonnen hat, ist heute ein Megakonzern mit über 1000 Mitarbeitern auf 3 Kontinenten.